Heute ist der 5. Mai. Der 5. Mai ist der Europäische Aktionstag von und für Menschen mit Behinderungen und mit Beeinträchtigungen. Und normalerweise übergebe ich an diesem Tag diesen Staffelstab an die Akteure eines ganzen Aktionsmonats, der unter dem Titel steht: Einfach zusammen 2020 anders erleben. Das geht heute nicht. Die Corona-Krise macht uns einen Strich durch die Rechnung. Deshalb möchte ich auf diese Weise Sie alle sensibilisieren beim Umgang und bei der Begegnung von und mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen aufmerksam zu sein, Hilfe zu geben dort, wo Hilfe notwendig ist und vor allen Dingen gemeinsam mit diesen Menschen zu leben. Stellen Sie sich vor, Sie sind hörgeschädigt und müssen Ihrem Gegenüber von den Lippen ablesen. Wenn Sie eine Maske tragen, so wie ich jetzt, geht das nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine geistige Beeinträchtigung, zum Beispiel eine schwere Demenz, und sollen jetzt in der Corona-Krise die schwierigen Regelungen zu Abstand halten und Ähnliches verstehen. Das ist nicht einfach. Über 30.000 Menschen im Burgenlandkreis haben eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung. Sie leben mit uns und unter uns, und deshalb möchte ich Sie alle sensibilisieren, auf diese Menschen zuzugehen und mit ihnen gemeinsam zu leben.